Und es geht weiter mit Deponia. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja, Leute, wir machen natürlich da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Leute, bevor ich anfange, nochmal zur Erinnerung. Tekken 8 wird auf meinem Twitch-Kanal laufen, ist unten verlinkt. Könnt ihr mir direkt auch ein Follow hinterlassen. Und es wird dann partweise auf den YouTube-Kanal hier hochgeladen. Also abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und schaut in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Genau, so. Und zwar, dieses Schnörkelding erinnert mich an so ein Dinger, wie nennt man das? Da packt man doch so Gummi dran und dann schießt man das. Was ist das? Kieselstein. Ah, Mist, ey. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das packst du so sowas wie ein Gummiding und danach schießt Dinger. Ballern, tut man so Kieselsteine drauf und danach Dinger tut es ja fliegen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung. Hier haben wir, glaube ich, alles gemacht. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ja, hier gibt es nichts mehr zu tun. Zurück zur Bahnhofhalle. Wer ist das? Der sieht aus Sabalot, das wie sind doch Rufus. dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Rührenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Ich will jetzt Moment nichts mal, sagen. dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Warte, bevor wir gehen, hier liegt Dinger. Mosaiksteine, da ist Kaugummi. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Und Ich kann ja. nicht näher ran. Die Organons würden... Okay. Also, was können wir machen? Zack. Nein. Upsi. Zack. Ich heb mir den Zack. Rest lieber für später auf. Viel später. Okay, vielleicht irre ich mich Ein nur. Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Das ist Okay. nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Wenn überhaupt... Erinnert sie an Cletus' Strampelanzug? Hä? Upsi.
Na egal, ich gehe mal jetzt zu Klitis. Ah, da ist der. Vorher wusste ich das Passwort, Rufus. Ja, die ist ja schon eingetragen. Da ist der, was ist das? Tasche. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal. Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Okay, beide sind. Ich will jetzt nichts sagen, ey. So vorher, ich will jetzt auch gar nichts irgendwie meine Dinger sagen. Also, was ich denke, ich warte jetzt noch. Mal schauen, was rauskommt. Sehen beide gleich aus, aber okay. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle. Sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja schon, aber Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen. Tja, da hast du nicht ganz unrecht.
Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja? Wie sehr denn? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche? Die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Oh Mann. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Okay. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Ah, da war glaub noch was. Warte, da war noch was. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Die sind so am Sack, ey. Na endlich. Okay, hier ist eine Tasche. Die will ich mir kurz anschauen. Finger weg, verdammt. Ey, Rufus, ey, Mann, ey. Ey, der Typ. Okay, wie hole ich Goal aber? Kann ich jetzt einfach durch?
kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Nur, dass Menschen reinpassten. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Upsi. Wenn überhaupt, erinnert sie an Cletus Strampelanzug. Cletus Strampelanzug. Also ich muss gucken, dass ich irgendwas mache, weil ich habe nichts, was ich... Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Ich muss irgendwas zusammen machen. Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Hm, kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Okay, dann... Ah, das funktioniert. Tödliche Schusswaffe. Check. Ja, sehr tödlich. Zwille. Okay, aber dann stecken wir doch die Zwille das einfach da rein. Nicht in die Zwille. Schade eigentlich. Okay, schade. Vielleicht würde mit wahrscheinlich aber eh. Das passt nicht, schade. Wenn etwa fünf. Ich brauche ich. Oh, hey! Was brauche ich überhaupt? Die Ah, stimmt. Munition? Ey. Okay, Munition ist auch da. Nicht nötig. Das... Was macht der? Ey? Nein. Nein. Was machst du? Lampe, Argus. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden. Was ist, wenn ich das an die Lampe mache? Oh yes! Endlich! Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Kann ich vorbei? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Was war das jetzt? Lampenschirm. Geht nicht. Er liegt direkt Zeit für einen weiteren Geniestreich. Da jetzt können wir das benutzen. Jawohl. So, verlängern und zack. So, easy. So, Sicherungsschalter. Nicht nötig. Das Passwort ist Ruf. Ach so. Was haben wir jetzt? Lampenschirm. Können wir das jetzt zusammen mit... Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Den Schirm... Upsi. Wenn etwas auf die Flagge... Hä? Haha! Ich hab grad... Mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Was? Von diesem Kletus. Ach so, ist das... Schleimige Frisur. Oh, schleimige Frisur? Wie soll ich eine schleimige Frisur herzaubern? Der versucht ein Outfit... Oh mein Gott, natürlich, die sehen doch gleich... Oh, ey... ich hab nur noch ein schleimig hier. Zuckerwatte. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich. Cletus könnte echt einen Haken gebrauchen. Erst von rechts, dann von links und dann einen ans Kinn von unten. Was kann ich machen, ey? Schleimig. Ich hab nur das. Vielleicht würde mir der Wasch. Hä, habe ich irgendwas verpeilt oder so? Gab es hier irgendwas? Uhr. Achso, haben wir. Achso, nein, wir haben das ja schon verwendet. Komm ich da dran? Brauche keine Uhr. Ich erlebe. Was ist hier mit eigentlich? Öltankklappe. Nein, mein Mantel hat schon genug Ölfläche. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Ölflecken. Kann ich das da reinmachen? Cletus Klamotten sind gar nicht so ölig, im Gegensatz zu seiner Frisur. Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay. Aha. Aha. Dein Ernst? Was haben wir jetzt? Öliger... Mob, ich würde niemals darauf kommen, wenn ich nicht random immer so machen würde. Ich könnte eh nicht viel machen. So. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer.
Klitus-Kostüm, jawohl, wir haben's. Geil. Okay. Ich kann nicht die Ohren. Kannst du das nicht anziehen? Sie schimmert leicht im Dunkeln. Hat er das gegessen, ich oder? Ich kann nicht die Ohren. Ich hab die Dinger gegessen. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ich heul gleich halt! Auch. Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Ha, irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ich brauche diese Datasette. Cletus, der hat die. Ich muss zu denen hin. Der musste mir geben. Ansonsten läuft es nicht. Ich komme da nicht durch. Ich kann es vergessen. Ich hoffe, ich bekomme die Möglichkeit, das ihnen zu sagen oder so. Da. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ja, ich brauche sie aber. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz, Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Gold ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Naja. Lieben weiß ich jetzt nicht so. Das wird sich alles noch zeigen. Und es wird sich auch zeigen, wer dieser Cletus wirklich ist. Ich kann die Orgel. Slavos, so geht doch. Ich kann die Orgel. Ach so. Oh, guck mal, ich hab's vergessen. Genial. Diesmal habe ich mich wirklich. Ja, das stimmt. Du hast wirklich selbst übertroffen. Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst,
dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Oh. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Oh, der ist ja auch in Gefahr. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Okay, das sieht eh komisch aus. Gehen wir zu Go schnell. Fügen wir diesen Data, was weiß ich, ein und dann ab geht's. Goal? Hä? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Spuren? Ja, hier sind Spuren. Aber warte, bevor wir das machen, will ich noch mal sowas mitnehmen. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Okay, Sardellen am Spieß. Können wir das eigentlich in die Zuckerwattenmaschine reinmachen? Der gute Fisch. Den über... Ha, nein. Nicht doch Hebel. Ich wollte doch nicht Hebel. Hey. Oh mein Gott. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Okay. Also noch ein Kaugummi wäre nice. Zack. Ist wohl nichts mehr drin. Kann ich noch einen Fisch mitnehmen? Ich hab noch eine Sardelle. Wie das rauskommt. Da Phosmo. Was ist hier passiert? Was zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ja, ab hier verliert man doch die Spur. Ab hier ist kein Licht mehr. Oder? Ich sehe gar nichts. Was macht diese Ente dort, ey? Ich sehe gar nichts. Ach so. Jetzt, jetzt. Kann ich mir eine Zuckerwatte wieder nehmen? Ich war als Kind. Ich bin im Bedan. Nein, die Geschichte wollen wir doch nicht mehr hören. Ich brauche jetzt aber noch Licht. Kann ich das? Stecker, Hebel. Zuckerwatte mit einer extra Portion Phosphor. Yummy. Okay. Die leuchtet aber nicht, glaube ich. Wie bringe ich die jetzt zum Leuchten? Hier. Nein. Ah, doch jetzt. Sicher ist sicher. So. Ja, aber ich habe jetzt Licht. Kann ich das irgendwie hier halten? Zuckerwatte mit einer extra. Hä? Gut, dass Licht da ist, sagt er, aber ab hier endet doch das alles. Guck mal, ich sehe nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da wollen wir nicht mehr hin. Zum Turm. So. Hier können wir auch nichts machen. Ah, warte, jetzt haben wir aber auch den Fisch, gell? Können wir den Fisch da reinmachen? Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hä, das hat funktioniert? Nein, das hat nicht funktioniert. Taschenlampe? Ich denke, die ganze Zeit ist eine Kamera. Ey, ich sag doch, ich muss so oft auf mein Inventar schauen. Ey, so dumm.
Okay. Wir hatten die ganze Zeit eine Taschenlampe dabei. Ich denke, das ist eine Kamera. Aha, okay. Eine Spur. Bol wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Kann ich eigentlich den Fisch da rein oder so? Nein. Oh, nein, doch nicht. Guck, das zeigt mir an. Ich hab's halt echt reingemacht. Wie sieht der Fisch aus? Köder? Für was Köder? Hä? Nicht all mein Krempel muss leuchten können. Ich habe jetzt immerhin eine Taschenlampe. Okay. Hä? Köder für was? Aber geil. Einfach so entdeckt. Guck mal, jetzt sehen wir hier Dinger. Also bei mir läuft das Spiel wirklich sehr, sehr random irgendwie. Hier haben wir einen Weg. Ab hier endet es wieder und ab hier benutze ich einfach wieder die Taschenlampe. Geradeaus weiter. Okay, perfekt. Aber dort geht es doch gar nicht mehr weiter. Ich komme doch gar nicht rüber. Und wir haben auch nichts. Ah doch, wir haben eigentlich was. Wir könnten mit das hier. Warte, lass erstmal die Taschenlampe benutzen. Hä? Soundstück? Ach so, ich kann einfach hier rein. Ich habe das gar nicht gesehen, obwohl ich immer so rumschau. Nadelhaufen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Strohhalm. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Okay. Was ist das? Achso. Warte. Ich rette dich, Go. Dein Held. Ist im Anmarsch. Ja, das war so klar. Wie das auch funktionieren soll. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Hä? Da war nochmal. Achso, das war diese Fosmo-Spur. Gitter. Haken. Ja. Entweder mit Haken oder diesem Köder, glaube ich. Aber ich glaube, mehr Haken. Ja, hat auch funktioniert. Perfekt. Das war aber so klar. Das sind so Sachen, die einfach klar sind, was man machen muss. Hä, was? Müllberg. Haken. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Das ist ein Avialflansch. Ach so, jetzt Avialflansch habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das war das von der Dinger von dem Doktor, wo wir diese Sachen eingesetzt haben. Die Sache ist, wie komme ich da durch? Ich habe nichts, wo ich durchkommen kann. Ich habe irgendwas vergessen. Mit Strohhalm kannst du bestimmt keinen Müllberg beseitigen. Vielleicht mit einem Köder? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Okay. Ja, dann brauchen wir den Fisch auch gar nicht. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Okay. Also, wir haben irgendwas vergessen, beziehungsweise ich habe irgendetwas Wichtiges vergessen, Leute. Ich weiß nicht, was. Also, ich muss hier irgendwie rüber. Hier. Irgendwie muss ich hier rüber. Ich spare mir meine Telekinese.
Hab jetzt wieder den Fisch einfach dorthin gemacht. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hat sich nichts verändert. Ach so, wir haben doch... Oh mein Gott, wir haben doch noch Zuckerwatte. Vielleicht hat unser Wal Bock auf Zuckerwatte. Kann ja sein. Obwohl das wenig Sinn macht, aber egal. Komm, Fischi. Ist wohl auf Diät. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Das ist ein Avialflansch. Der sagt echt das Avialflansch. Ey, ich habe irgendetwas vergessen. Das nervt mich gerade übel, ey. Wir haben jetzt nur einen Strohhalm gefunden. Hat das irgendwas mit dem Strohhalm zu tun? Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Keine Chance. Ich werde bis zu... Ich sollte vorsichtiger mit... Wer weiß, ob... Ja, okay. Boah, wir haben irgendetwas vergessen, ey. Scheiße. Soll ich daraus trinken? Soll ich irgendwas machen? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Boah, ich weiß nicht. Shit. Ich habe irgendetwas vergessen. Mein Kopf explodiert. Ihr glaubt's mir gar nicht. Das sieht so einfach aus, weil ich das so alles so easy random mache. Aber mein Kopf explodiert. Währenddem fange ich schon zu überlegen, wenn ich die Sachen bekomme. Wenn ich irgendwas bekomme und lese, ich überlege schon direkt. Mein Kopf explodiert bei diesem Spiel. Übelst, ey, das ist nicht mehr normal. In Zuckerwatte reinmachen. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Müssen wir diese Geschmacksrichtung ändern? Nein. Hebel. Jetzt steht er auf Geschmack. Okay, Geschmack. Keine Chance. Ich werde bis... Oh, ich check's nicht. Maschine, ich hasse... Maschine, ich hasse... Hab ich irgendwas verpeilt hier, oder was? Gibt's nicht irgendwas, wo ich mir so alles... Ah ja, so endlich, weiß... Ey. Hier... Jetzt sehe ich, wo ich alles was... Was ist das? Ach, das habe ich schon. Aha. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay, mit den Hebel. Wir haben die schon alles am Anfang gemacht. Oh, Mann. Zur Bahnhofshalle. Hier sind nur zwei Sachen. Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Ey Leute, ich habe echt keine Ahnung, ey. Was kann ich hier machen? Es hat auf jeden Fall mit diesem Köder zu tun oder mit diesem Strohhalm. Keine Köder. Taschenlampe. Es werde Licht. Oh mein, ey, nein, ey. Ey, hör doch auf, Mann, ey. Guck mal, das sind Sachen, was mich richtig aufregt. Ey. Leuchtender Köder. Leuchtende Zuckerwatte. Zuckerwatte. Ey. Und jetzt weiß ich, warum auch er Dinger gesagt hat. Er kann den Köder nicht sehen. Und der hat... Fischi. Da. Hier bin ich. Oh, regt es mich jetzt auf. Das sind so diese kleinen Leichtsinnsfehler, ey. Da zum Hochbootwrack. Wo bin ich? Truhe.
zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ja, normal. Alliance drücken. Sehr wichtig. Immer gucken, was sie gibt. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Zum Kutter. Na, cool. Wen haben wir denn da? Oh, was ist das für ein Haiwan? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Der Doc. Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Da. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja, und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Ich soll den Staub mischen, warte mal, mit was? Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. Kontakt. Chip, Lesekopf. Wieso machst du nicht sauber? Ich raff's gerade nicht, der macht es nicht der sauber. Der könnte zu einer See oder zu... Nein, die Datas auch ohne, dass sie Bosos fettigen Kram... Hey! Du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Ich habe einfach Schlüssel mitgenommen, ey. Was gibt's hier noch? Doc, Bosok. Bosok, sage ich, Boso. Pizza für Fräulein Gold. Den Versuch war es wert. Was ist das da? Staubwedel. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue.
Okay, Oh mein Gott. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Ach so. Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oh je, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Ach, noch ein Fettfleck. Ach, noch ein Fettfleck. Nein, das habe ich. Was hat der gemacht, ey? Guck mal, wie das jetzt so aussieht. Ey. Junge, Junge. Jetzt müssen wir das irgendwie wegmachen. Hä, ich habe doch Dinger genommen. Strohhalm. Ja, ich kann kein Strohhalm nehmen. Nein. Was denn? Noch mehr Fussel? Ich hoffe, das gehört so. Fettig. Nein, das... Wieso habe ich das gemacht, ey? Und? Hast du die Kontakte? Ich bin... Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange auf... Wem? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Was haben wir hier nur? Diesen Bozo. Okay, hier haben wir nichts mehr. Warte mal, ich muss raus. Also, Truhe. Ich habe ja einen Schlüssel. Ich gehe nicht mehr weiter. Ja, chill. Wir wollen erstmal zur Truhe. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Hä? Was ist da drin? Habe ich schon rausgenommen? Nein, was war jetzt da drin? In den Nein. Ich habe nichts rausgenommen. Ich habe einfach nur Dinge aufgemacht. Okay, naja, bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Okay, naja. Mein Gehirn sprengt sich hier gerade. Geht's noch? Ich putz diesem Freibeuter doch nicht das Boot. Kannst du da auch? Geht's noch? Ich. Warum? Das ist doch nicht so schlimm. Mach's doch einfach. Okay. Keine Chance. Ich werde. Okay. Also. Wir lassen Sie sind das jetzt fast. Vorsicht ist. Wir lassen das jetzt mal so. Und ich würde auch sagen, ich lasse die Folge jetzt erstmal stehen. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall spannend weiter. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Ade.